Ja. So, hallo. So, hallo. So sieht es bei uns aus, ne? Bewölkter Himmel. Aber die Bienen fliegen. Ja, man hört es vielleicht, gell? Hört man es summen? Sei mal leise. Ich hör's. Aber auf der Kamera wissen wir halt nicht, ja. Ja, nichtsdestotrotz, ihr habt es ja gesehen oder ihr seht es ja, wenn wir hier jetzt, Katrin, wir drehen uns, wenn wir uns jetzt hier so drehen, der Raps blüht noch immer. Ja. Zwar wahrscheinlich nicht mehr so arg lang, aber er blüht noch. Und ja, honigtechnisch, ja. Ja. So ja. Mittel. Ja. Ja. Auf einer Mittel. Skala von 1 bis 10 eher unter Mittel. Ja, so von schlecht bis nix ist so die Mittelstufe, gell? Ja, so sieht's aus, ja. Ich meine, ein Vorteil hat der Raps, ne? Man muss die Bienenvölker, die am Raps stehen, nicht füttern, aber mehr ist auch nicht aber so. Aber ne? Den Rest schon. Ja, das muss man schon sagen. Also ich bin ja jetzt gerade dabei, wieder die Bienenvölker zu füttern, die eben nicht am Raps sind. Die kriegen mal nochmal so, ja, Pi mal Daumen, was so ein Kilo, 1,5 Kilo. Ja, wollen wir einen Blick auf die Waage werfen, oder? Ja. Soll ich dann was dazu sagen? Willst du was dazu sagen? Ich sag was dazu. Also bei der Waage sieht man eigentlich die Nullnummer ganz gut. Wieder so eine konstante Linie wie im letzten Video. Wenn man jetzt hier mal so 2, 3 Sachen eigentlich ganz näher anschaut, dann sieht man eigentlich dieses tagweise oder dieses stundenweise Fliegen in eben so einer Wellenform. Also man sieht ganz klar, dass das Wetter auch in der Bienenwaage, eigentlich wäre so eine Bienenstockwaage auch für Wetterbericht ganz gut. Ne? Mhm, weil man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass die mal eine Stunde fliegen, dann mal wieder eine Stunde alle daheim sind. Um uns rum zum Beispiel. Fliegen sie mal wieder eine Stunde. Komm, wir gehen mal ein bisschen hoch. Dann fliegen sie mal wieder eine Stunde. Und das sieht man hier ganz gut. Und man sieht ja auch immer, wann sie fliegen. Da kann man sagen, dass kein Regen ist, gell? Und ja, eigentlich wollten wir ja schon die Bienen auf die Alp fahren, gell? Eigentlich wollten wir jetzt schon Honig haben und den Rest der Bienen auf die Alp fahren, ja. Du bist auch klein. Ich bin nicht klein. So. Du stehst einen Schritt vor mir und ich bin doch klein. Katrin hält jetzt mal die Kamera. Kamera kennt Katrin. Ich hab gedacht, so sehe ich größer aus, aber stimmt gar nicht. Ja, dann musst du die Kamera weiter nach unten heben. Ich bin gar nicht so klein. Guck mal, jetzt wirst du immer größer. Yeah. Ah, ja. Also, wenn wir hier so sehen, haben wir jetzt vielleicht ja noch eine Woche Rapsblüte hier. Und ja, eigentlich wollten wir schon lange Honig ernten, gell, Katrin? Wir wollten eigentlich von diesen Völkern längst Honig haben und wir wollten den Rest, Fastenrest, auf die Alp fahren. Ja, und nicht füttern, die Bienenvölker. Das wollten wir nicht. Und wir wollten gerne, was wollten wir? Wir wollten erzählen, dass wir noch einen Standort haben auf der Alp. Wir wollten nicht nur jammern vor allem, sondern wir wollten vielleicht noch erzählen, dass wir einen Standort haben auf der Alp, wo jetzt der Raps gerade erst anfängt zu blühen. Und wo es hoffentlich noch ganz, ganz prima Rapshonig geben wird. Ja, dieses Jahr. Wo wir die Bienenvölker nicht hingefahren haben. Noch. Obwohl wir das eigentlich schon wollten. Weil es da so kalt ist, dass da eigentlich nichts passiert. Und mein Füttern kann ich die Bienenvölker auch hier. Da muss ich nicht eine Stunde durch die Gegend fahren. Und ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Eine andere Herausforderung ist ja gerade auch so ein bisschen, sind jetzt die ersten Königinnen geschlüpft, die ihren Begattungsflug bei diesem feuchtfröhlichen Wetter machen. Ja. Wunderschöne Babyköniginnen. Ganz ja. Schön. Immer wieder, also ich finde es immer wieder toll. Jede einzelne, die schlüpft, finde ich wunderschön. Ja. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass die bei dem Wetter hier klarkommen mit dem Begattungsflug. Ja. Und dann kommen wir da mal ein bisschen voran. Und ich meine, es ist ja nicht überall so. Es ist jetzt bei uns hier so mit diesem Wetter. Ich habe jetzt von Brandenburg und so gehört, die scheinen ja ganz gute Ernten schon einzufahren. Mhm. Und ja, so ist es halt verschieden. Ne? Aber muss ich sagen, ich habe heute Morgen, ich gucke ja immer Kaizonwetter, das kennst du nicht, ne? Bei YouTube. Und da habe ich jetzt gehört, dass es doch optimistischer werden sollte. Letzte Woche hat es ja noch geheißen, bis Ende Mai richtiges Mischwaschwetter und richtig kalt. Und
Heute Morgen vom Frühstück habe ich gehört, dass die jetzt ein anderes Wettermodell haben und dass es Pfingsten warm werden kann. Das wäre super. Oh, genau. Oder? Ja. Das wird so, glaube ich schon. Ja, und ein Vorteil hat das Wetter auch, Katrin, gell? Noch ein Vorteil? Ja, natürlich. Weiter geht's. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei den positiven Sachen stehen geblieben. Ja, die mich so überrascht ja, haben. Ja, ja. Ich meine, was voll cool ist an dem Wetter ist, ich habe noch keine Schwarmzelle, doch eine Schwarmzelle habe ich. Nein, habe ich eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich... Hast du eine Schwarmzelle gesehen oder nicht? Nein. Keine? Nein. Ich habe jetzt auch beschlossen, dass... Dass es keine mehr geben wird. Dass mir das jetzt zu blöd ist, ja. Also wenn, ja, man wenn muss nicht füttern und Schwarmkontrollen ja, machen. Ja, weil, ja, manchmal weiß ich es nicht, aber ich meine, wir haben jetzt ja auch schon ein bisschen Wert auf unsere Königin und auf die Völker gelegt. Und ja, das ist schon junge Königin, gell? Es spielt ja auch eine Rolle. Klar, Futter auch, das haben wir noch nicht, aber mittlerweile bin ich eigentlich davon übergegangen. Ich gucke nicht mal mehr rein, ich leere einfach oben mein Futter rein und... Wie gut ist, du wirst ja manchmal nur ein bisschen sentimental. Vor allem muss man sich ja auch beeilen, man will ja nicht nass werden. Und dass es mal länger wie eine Stunde trocken ist, da muss ja manchmal schon Glück haben. Aber ist natürlich auch für die Natur nicht schlecht, der Regen, gell? Ja, das ist das notwendig. Muss man sagen. Weil wenn man den Boden anguckt, es regnet ja schon viel, aber vom Matschboden sind wir noch weit entfernt. Ja, ja, weil es auch nicht so schüttet, sondern immer wieder wenig regnet. Und das ist eigentlich gerade gut. Ja. Wollen wir hoffen, dass dieses Jahr keine Bäume vertrocknen. Ja. Ja, ich meine, das ist wohl wahr. Aber es spielt ja auch alles, da kann man ja dieses Förster-Video nochmal, gell? Ja, das Förster-Video. Da haben wir ja darüber geredet, aber ja, mein langfristig wird es schon. Wollen wir es verlinken? Bist du sicher, dass es die richtige Ecke war? Ja. Ah, okay, gut. Katrin kennt sich aus. Katrin kennt sich aus. Ja, das ist so. Ich meine, klar, wenn man die jetzt auch füttert, es fehlt ja auch der Pollen. Also man könnte meinen, gut, die starken Völker, die entwickeln sich schon weiter und auch gut, aber diese Jungvölker oder die, sagen wir, unsere Reservenvölker, die Schwachen, die kommen einfach nicht in die Gänge. Ne? Da fehlt einfach die Wärme. Die werden auch ein bisschen Probleme haben, die Wärme zu halten im Brutnest vielleicht. Dann fehlt der Pollen. Es wird nur gefüttert. Die kommen, also ist jetzt ein Gefühl, ne? Kann ich jetzt nicht wissenschaftlich nachweisen. Aber da habe ich das Gefühl, dass die nicht so dieses Jahr in die Gänge kommen wie die starken Völker. Ja, die nehmen wir dann vielleicht mit in die Edelkastanie irgendwann, dann gehen die auch super im Winter. Ja, müssen wir mal gucken, was mit denen noch passiert. Ob die überhaupt im Winter kommen, ne? Kann ja auch sein. Kann ja sein, wir machen da andere Pläne. Man muss ja kreativ sein, spontan sein, flexibel sein. Sonst, man sieht es ja, gell? Also so ein Wetter hatten wir jetzt noch nie. Also ich habe schon mal gesagt, gell, dass wir einmal vor 3 oder 4 Jahren haben wir im Raps gefüttert, doch, einmal. Schon, ja. Aber dass wir jetzt im Prinzip, muss man sagen, seit 4 Wochen immer wieder nach dem Futter schauen und auch die Wagen... Ja, im Prinzip immer nur eine Linie nach rechts zeigen. Außer wenn man füttert. Ja, das sieht man genau. Ja. Ja. Ja, das ist schon. Aber Mai, das wird schon noch werden, gell? Und es war uns klar, als wir uns entschieden haben, mit der Natur das irgendwie hinzukriegen. Ja, könnte schlimmer laufen. Und trotzdem bleibt es eine sehr sinnvolle Arbeit. Ja. Könnte echt, also das muss man sagen, hätten wir schlechter ausgewintert, hätten wir jetzt auch weniger zu füttern. Ne? Hätten wir es noch leichter. Wie man es macht, ist nichts. Ja, das siehst du es, das siehst du es. Ja, das ist schon ein bisschen Herausforderung. Zum Glück fangen wir dieses Jahr nicht mit Imkern an. Ne? Weil ich glaube, es gibt kein Imkerbuch, das so eine Situation abbildet. Nee. Im Mai, den April oder den März zum Teil von der Temperatur. Aber Mai, wir werden das sehen. Ja, was gibt es sonst noch? Nicht. Was?
unser Buch. Na, das kann das ja schon abbilden. Das schreiben ist ja noch, wir so auch das, nicht. Das ist ja noch, kriegt keiner Lust drauf. Das ist ja noch im Entstehen. Es ist ja noch im Entstehen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Was, eigentlich können wir euch gar nichts zeigen. Ich meine, man kann jetzt so einen leeren Honigraum anschauen oder ein Bienenvölker, aber das wisst ihr ja selber, wie die aussehen. Die sehen gut aus, auch wenn im vorletzten Video, glaube ich, hier bekannter Mensch wieder gesagt hat, das sind doch keine starken Völker, aber mal, das ist ja, wir wissen ja, dass es funktioniert. Ne? Wir machen das ja jetzt nicht unbedingt als Hobby. Wir freuen uns für ihn, wenn seine noch besser dastehen. Genau, genau. So ist es, das ist doch okay. Gut gesagt. Einwandfrei gesagt, ja. Ja, jetzt haben wir die Katrin mal kurz verlassen, sind jetzt hier beim Bienenfüttern. Ein Vorteil ist, die Fütterer sind bei uns das ganze Jahr auf den Bienenvölkern. Da macht es jetzt um eines einfacher. Ja, muss man nur, wie gesagt, jetzt kriegen die alle so 1,5 Liter Zuckerwasser, 1:1 angemischt. Geht es relativ schnell. Und genau, da sehen wir hier nämlich das wichtigste Arbeitsgerät des Imkers in diesem Jahr bei uns, ist der Futtereimer. Ganz wichtig hier, dieser Ausgießer, finde ich super wertvoll, kann man nämlich, macht man keine Sauerei, verläppert nichts. Ist bei uns jetzt oder bei mir jetzt, ich glaube, 25 oder 28 Liter Eimer. Wird natürlich nie voll gemacht, aber durch die Größe, wenn man läuft, schwappt es einfach oben nicht raus und man kommt dann doch ein paar Bienenvölker weit. Ja, ich mache das jetzt hier und ja, gehen wir zurück zur Katrin. Jetzt fängt es ja an zu regnen. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir vielleicht trotzdem kurz reingucken, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Sieht man das? Man könnte das schon, nein, man wird es nicht sehen. Ich meine, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Hobby und Erwerb. Ne? Also im Hobbybereich kann ich ja bei schönem Wetter an den Bienen arbeiten. Wenn ich das jetzt 50 Stücke am Tag mir anschauen muss oder so, dann muss ich das halt auch bei Regen machen. Ja? Oh, Telefon. Sogar die Imkereinummer. Ah ja. Also auf jeden Fall, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zum Hobby und Erwerb. Ne? Man darf auch bei Regen die Bienen aufmachen. Man darf, aber man will vielleicht fürs Video jetzt nicht unbedingt. Ja, fürs Video ist es blöd. Also und für die Kamera jetzt, ist es blöd. Und ich glaube, jetzt wird man es auch sehen, oder? Seht ihr das? Es fängt so richtig jetzt an. Na, spätestens wenn die Kamera jetzt einen Kurzschluss kriegt, sieht man es. Naja, auf jeden Fall in diesem Sinne dann, oder Katrin, machst du den Abschluss, komm. Ich glaube, macht's schnell. Gut, wenn euch das Video trotz Regen gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, freuen wir uns und am meisten über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was machen wir jetzt, Katrin? Sollen wir jetzt noch Bienen füttern oder gehen wir Mittagessen? Ich schätze mal, wir werden Bienen füttern müssen.